Michael. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen süßen Vlog von Immer und Ewig und Ahoi. Ja, wir spielen heute wieder. Heute ist es soweit und wir sind schon ganz aufgeregt. Guck mal, hier so sieht das Bühnenbild aus. Mal gucken, ob heute wieder welche denken, das ist eine echte Hochzeit. Letztes Mal kam einer rein und meinte so, oh, ich glaube, hier sind wir falsch. Und ich so, nein, komm ruhig rein, weil ich stehe ja schon als Bräutigam in meiner Rolle an der Tür. Dann kam er 15 Minuten später nochmal wieder und sagte, ich bin hier doch richtig. Das ist Malvina. Malvina sieht immer so hübsch aus. Zieh mal dein Kostüm an. Die Regisseurin in Stress. Regisseurin? Ja. Sieht immer gut aus. Ja. Ja. Sie kauft uns immer ganz viel Pizza. Damit wir alle ganz fett werden, weil das nächste Stück handelt um fette Leute. Kinder. Fette Kinder. Und deswegen muss sie uns jetzt schon mal messen. Yeah. Der Beat stimmt schon mal. Ja, wir spielen zwei Stücke, die schon mal gespielt wurden. Hintereinander, Malvina. Jetzt bin ich raus. Oh, Entschuldigung. Sie meint, jetzt will sie raus. Weil wir spielen zwei Stücke. Das ist ja auch Wahnsinn, was wir machen. Ne? Weiter. Ich habe Kamera. Oh. Vor tausenden von Leuten, keine Ahnung. Aber wenn eine Kamera. Volker ist natürlich auch wieder dabei. Mr. Ton. Hier liegen schon unsere Ports bereit. Volevo Koschea Wegma! Oh. Jetzt kommen noch Stellproben für Immer und Ewig. Bin auch schon umgezogen, fast komplett. Das sind die Darsteller. Alle vom Arbeitsamt. Ne? Aus denen wäre nichts mehr geworden. Nichts. Aber jetzt. Jetzt machst du sie berühmt. Ich mach sie berühmt. Das ist die wunderschöne musikalische Leiterin. Die geht jetzt noch die letzten Sachen durch. Heutzutage steht der Tontechniker neben den Darstellern beim Soundcheck. Was im Zeitalter der Apps alles möglich ist. Bitte? Wie soll ich das machen? Fahr mir durch das Haar. Achso, bei technischen Problemen übrigens, Steff, fängst du an, dich auszuziehen. Das habe ich jetzt gemacht. Guck mal, Erik ist auch wieder dabei. Hallo, Erik. Ja. Music and Lights, ne? Hier. Und der Jule, den Jule habe ich noch gar nicht gefilmt heute. Das ist hier die Jule-Sau. Nichts reimt sich auf Jule. Gar nichts. Nein, nichts. Hä, aber wir singen doch noch einen gleich, oder? Ah, oh, da ist ja mein Hund wieder. Der tolle, geile Hund. Man muss schon so. Dass ihr da seid, hallo? So viele wollen für immer und ewig ist es jetzt vorbei. Wir haben das letzte Mal gespielt. Und jetzt müssen die Leute erstmal wieder rausgehen. Aber da ist wer. Hallo. Wer bist du denn? Komm her, wer bist du denn? Ich bin der Janik. Hallo Janik, wieso bist du noch hier nicht drin? Du bist alle draußen hier. Warum bist du hier? Ich war noch auf Ahoi. Du warst noch auf Ahoi? Gute Antwort. Alles klar, okay. Janik. Danke, das war Janik. Dann wollen wir gar nicht fackeln, dann gibt's jetzt Ahoi.
Wir haben 2 Affen hinter uns. Hier sind lauter Leute. Hey. Hallo, wer seid ihr denn? Hallo. Wo kommst du her? Würzburg. Würzburg? Ja. Wieso bist du jetzt hier? Weil du hier bist. Nein, echt jetzt? Bist du deswegen hier gefahren? Ja. Boah, jetzt hast du einen treu knichtigen Zuschauer hier. Wie heißt du? Thomas. Thomas. Ich bin auch extra wegen dir hier. Nein. Doch, aus Frankfurt. Aus Frankfurt? Oh Mann, das 8 Stunden im Bus gefahren. Das war, ja genau, hat so ein bisschen was. Ja. Die Reise wäre. Auf jeden Fall. Die Reise wäre selbst von der Schweiz hierher doch wert. Ach, ach, die mag ich auch. Was? Das frage ich mich. Und das war Yannick? Ja, ich kann es mir nur merken. Ja. Ich bin leider nicht so weit weg. Aus Hamburg. Diese weite Reise. Vorsichtig! Ja, ist ein bisschen, das Stück ist so ein bisschen runterziehend, ne, am Schluss, aber es ist so sentimental, so schön. Beim ersten Stück ist so voll lustig, alles Power, und hier jetzt alles so, man merkt es gerade. Ja, ich habe 90% der Lieder mitgesungen, ich kenne auch die Texte. Ich glaube, dass du so singen kannst. Ja, das habe ich aber auch nicht. Weißt du, wieso nicht? Man hatte wirklich eher das Gefühl, der kommt hierher. Der kommt von hier. Das ist geil. Das ist geil für jemand, der am Anfang diese hamburgischen Begriffe lernen musste, wo ich herkam. Ja. Überhaupt nicht aus dem Norden kommt. Das ist natürlich, eine Ehre für jeden Schauspieler. Also, man sagt, man denkt, der kommt hierher. Wenn schon an den. Hey, sind da noch Leute? Ja. Ich kenne das. Oh, das ist ja nett. Dankeschön. Lass dich bloß nicht stressen. Oh, hier steht ja auch was. Soll ich das laut lesen? Nein. Okay. Hä? Noch was? Venedig. Und was ist typisch für Venedig? Eine venedigische Maske. Oh. Oh, das ist ja cool. Ich krieg voll die Geschenke. So, das waren wieder zwei wunderschöne Aufführungen. Die sind jetzt alle draußen feiern. Ich gehe da auch gleich mit raus. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und da sind auch ganz, ganz viele andere Aufführungen. Und ja, ihr könnt hier mal ein Beispiel sehen. Im Oktober in Beziehungskisten und im März Cats. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Bis dann, Rock'n'Roll.